Jesus, Freund der Armen und Sünder und auch mein Freund. Damals in Israel, zur Zeit Jesu, gab und auch heute gibt es immer zwei Gruppen von Menschen. Da gibt es die Armen und die Wohlhabenden. Da gibt es diejenigen, die mit sich und ihrem Leben zufrieden sind und die unruhigen, innerlich verletzten und mit Lasten beladenen Menschen. Weiter gibt es die Gesetzestreuen, die Anständigen, die Angesehenen und die Sünder, die Verachteten, die am Rand Stehenden. Und damals wie heute ist es wohl so, Wohlhabende schauen auf Arme herab. Die, denen es gut geht, wollen mit den problembeladenen Menschen möglichst wenig zu tun haben. Und die anständigen, angesehenen Bürger verachten die Sünder und am Rand Stehenden. Jesus wendet sich damals wie heute allen Menschen zu und ruft sie in seine Nähe. Er ruft auch die Gerechten, die Wohlhabenden, die mit sich und ihrem Leben Zufriedenen. Aber von diesen Menschen kommen nur wenige zu Jesus. Wie die Menschen im Gleichnis vom großen Festmahl haben sie Wichtigeres zu tun. Sie haben ja schon viel: Wohlstand, Ansehen, Zufriedenheit. Was hat Jesus ihnen zu bieten? Vielleicht sagen die Wohlhabenden, die Angesehenen, die Zufriedenen auch: Wir würden ja gern zu dir kommen, lieber Jesus, aber uns stören die Leute, die schon bei dir sind, die Armen, die Problembeladenen, die Sünder. Wenn die nicht bei dir wären, würden wir, die wichtigen Leute in der Gesellschaft, zu dir kommen. In der Tat war es damals und ist es heute so, zu Jesus strömen die armen, verkrüppelten, blinden, gelähmten und Landstreicher, wie es im Gleichnis hieß. Dort, wo Jesus war und ist, sind viele Zöllner und Sünder zu finden, Menschen, bei denen nicht alles richtig lief und läuft in ihrem Leben. Und wenn Jesus ruft, kommen diejenigen, die mühselig und beladen sind, Menschen mit Lasten, mit Problemen, mit Krankheiten. Jesus antwortet den wohlhabenden, selbstzufriedenen, Angesehenen, die Jesus für sich haben wollen: Kommt zu mir, ich bin für alle da. Für euch und für die Armen, die Sünder, die Mühseligen und Beladenen. Auch sie gehören zu mir. Von den Armen, den Sündern, den Problembeladenen bin ich nicht zu trennen. Und so kommt es dazu, damals wie heute. Arme, Sünder, Beladene gibt es viele um Jesus. Von den anderen bleiben nur wenige. Jesus verspricht den Menschen, die in der Gesellschaft eher am Rande stehen, auch viel und gibt ihnen viel. Für die Armen macht Jesus sich selber arm. Der Menschensohn, so bezeichnet Jesus sich selbst, hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Unser Verhalten gegenüber den Armen macht Jesus zum Maßstab für das Gericht nach dem Tod, bei dem unser Leben in diesem Leben noch einmal von Gott geprüft wird. Jesus verbindet sein Leben und das der Armen zu einer Einheit. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, habt ihr mir getan.
Jesus liebt die Armen, macht sich eins mit ihnen, gibt ihnen eine besondere Würde. Bei Jesus muss sich niemand für seine Armut schämen. Zu den Problembeladenen sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Lasten abnehmen. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Alle, die voller Unruhe sind, die innerlich verletzt sind und Schmerzen leiden, lädt Jesus zu sich ein. Er teilt ihr Schicksal, wird selber abgelehnt, geschlagen und am Ende allein gelassen. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus versteht alle Mühseligen und Beladenen, er wischt ihre Tränen ab. Jesus wischt unsere Tränen ab. Bei ihm finden wir Liebe und Erbarmen. Bei Jesus muss sich niemand schämen, der sich gerade schwach fühlt, krank ist, Probleme hat oder traurig ist. Für die Sünder lässt Jesus sich totschlagen. Weil er mit ihnen Gemeinschaft hat und sie bedingungslos annimmt, wird er von den religiösen Autoritäten seiner Zeit angefeindet. Er soll deshalb beseitigt werden. Jesus nimmt es an, dass er wegen der Sünder sterben soll. Er macht sich eins mit den Sündern und stirbt für sie. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn gerecht vor Gott würden. Den Sündern schenkt Jesus durch seinen Tod Vergebung und Annahme bei Gott. Bei Jesus muss sich niemand dafür schämen, dass er ein Sünder ist. Jesus ist ja der Erlöser. Den Armen gibt Jesus ihre Würde zurück. Den Problembeladenen wird Jesus zum Ort, da sie Ruhe finden für ihre Seele, sich ausruhen und neue Kraft gewinnen. Für die Sünder gibt Jesus sein Leben und schenkt es ihnen neu. Ja, Jesus ist der Freund der Sünder, der Freund der Armen, der Freund der Unruhigen und Verletzten. Wir alle, die wir manchmal oder dauerhaft so sind, dürfen aufatmen. Jesus steht an unserer Seite. Jesus hilft uns. Jesus kämpft für uns. Aber was ist, wenn Jesus unsere Bitten erfüllt? Wenn die bisher Armen einen bescheidenen Wohlstand erlangen, ihren Platz in der Gesellschaft finden? Was ist, wenn die Mühseligen und Beladenen Heilung, Ruhe und neue Kraft finden und es ihnen am Ende recht gut geht? Was ist, wenn die Sünder die Vergebung durch Jesus annehmen und in vielem ihr Leben anders und besser führen als vorher? Bleiben sie dann bei Jesus, dem Freund der Armen, Problembeladenen und Sünder, wenn sie selbst neue Wege einschlagen? Wie steht es hier mit euch, den internationalen Christen? Viele von euch sind, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, ja dabei, ihren Platz im Leben in Deutschland zu finden. Und wie steht es hier mit uns, den deutschen Christen? Bleiben wir bei Jesus, wenn es uns besser geht? Wenn es uns besser geht, müssen wir auf neue Weise entdecken, was wir an Jesus haben. Nicht Reichtum oder der bessere Platz in der Gesellschaft ist das Wichtigste im Leben, sondern der Reichtum Christi, der Reichtum seiner Gnade.
Jesus macht uns innerlich reich. Er gibt unserem Leben Klarheit, Tiefe, Ernst und Freude. Mit Jesus ist unser Leben nie nur an der Oberfläche. Auch wenn wir Probleme, äußere wie innere, mit Jesu Hilfe hinter uns lassen und eine bescheidene innere Zufriedenheit finden, brauchen wir den Frieden im Herzen, den Jesus uns schenkt. Ein Friede, der mehr ist als alle Zufriedenheit in dieser Welt. Ein Friede, der unserer Seele Ruhe, Reife und Gelassenheit gibt. Ein Friede, der über dieses Leben hinausreicht und unserer Seele Ewigkeit schenkt. Wenn wir um das Sterben Jesu für uns wissen und ein neues Leben angefangen haben, ist es wichtig, immer wieder vor seinem Kreuz zu stehen und zu sagen: Dir, Jesus, verdanke ich alles, was ich bin. Lass mich im Vertrauen zu dir bleiben und wachsen und auch anderen gegenüber barmherzig sein. Jesus steht auf der Seite der Armen, der Problembeladenen und der Sünder und macht sich eins mit ihnen. Er bleibt unser Freund, auch wenn es uns besser geht. Auch dann sollen wir nicht vergessen, wo und wie wir Jesus kennengelernt haben. Jesus, bewahre uns im Vertrauen zu ihm. Amen. Faust dich nie zu.